Ahoi Matrosen! Schön, dass ihr wieder bei World of Warships dabei seid und heute mal wieder ein Zerstörer und ein japanischer noch dazu. Deswegen sehen wir heute viel Torpedo-Action, das kann ich euch schon mal verraten. Die Minikaze ist am Start und wir haben den Darkseid 102, der für uns hier in die stürmische See sticht. Und ich würde sagen, ja, wir geben mal ein bisschen Gas. Gerade zu Anfang, wir kennen das Spiel beim Replay, kann man ein bisschen spulen, Wetter wird wieder schön. Er fährt jetzt einfach mal hier hinterhalb durch, das ist eher auch ungewöhnlich, also ich kenne das sonst vorne. So, jetzt ein bisschen langsamer. Jetzt fährt er hier auf B, das ist gut, so auf B zu fahren. Man hätte auch hier durch die Meerenge vielleicht fahren können, aber nee, das macht er hier anders. So, und jetzt springen wir in die Echtzeit. Und schauen mal, was er da so reißen kann. Auf jeden Fall finde ich cool, dass er so B direkt holt, weil B ist hier so ein vernachlässigter Punkt. Und wie gesagt, ab und an oder viele fahren hier durch, hat er jetzt nicht gemacht, so wurde auch nicht gespottet. Das fand ich jetzt sehr clever. Natürlich könnte jetzt der Flugzeugträger einfach hier mal drüber fliegen, dann wüssten sie auch, was los ist. Aber so finde ich das cool. Und so wie es aussieht, kümmert sich jetzt auch keiner darum, hier jetzt mal B zu verteidigen und so bekommen sie den Punkt und haben schon mal direkt den Vorteil, dass sie dann sowohl den C als auch den B-Cap auf ihrer Seite haben. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier gleich mal ein paar Schiffe, die dementsprechend spannend für ihn werden könnten. Sowohl die Wyoming als auch die St. Louis. Knapp um die 6 Kilometer Spotting Range. Ja, da ist er auch offen. Torpedos sind im Wasser. In Summe hat man 3 mal 2 Torpedos, die man abfeuern kann. So, das schauen wir mal. Die kommen gar nicht schlecht. Jetzt dreht die St. Louis bei und ja, die wird hier mal auf jeden Fall mal einen fressen. Hat damit auch den Wassereinbruch. Wird aber direkt repariert haben, wenn er ein bisschen clever ist. Aber man sieht, er hat sogar gleich wieder die Torpedos ready. Schon wieder am Start. Hinter ihm jetzt auch die Kirov, also da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. St. Louis kreuzt jetzt auf die Insel drauf. Sieht man an der Minimap eigentlich ganz schön. Oh, jetzt fahrt er jetzt aggressiv. Macht er jetzt hier den Move, den sonst nur ich bringe und dabei sterb. Sieht zumindest ganz stark danach aus. Jetzt wurde er aus der Luft aufgemacht. St. Louis wird jetzt zerstört. Und da ist jetzt die Wyoming und noch eine Miyugi. Wyoming bekommt schon Torpedos aus der Luft. Und jetzt gehen hier die Aale ins Wasser. Ah, das ist schön aggressiv gespielt. Nicht nur hinten aus der Deckung heraus der Japaner und da die Torpedos gefeuert, sondern nein, hier voll auf den Gegner drauf und ein vernichtender Schlag mit 3 Torpedotreffern. Das ist natürlich massiv. Jetzt die Miyugi da links von ihm. Noch 10 Sekunden, dann hat er nachgeladen. Miyugi dreht schon auf ihn zu, aber hat hier die Türme auf der falschen Seite aktuell. Die Sekundären schießen jetzt gerade, aber auf die Distanz, da muss es schon mit dem Teufel zugehen, den nicht zu treffen. Und Torpedos kommen alle an, bis auf. Einen hat er noch über. Und die sind jetzt im Wasser. Und auch die Miyugi, obwohl sie heilt, aber da hat man gesehen, das war's. Super schöne Action, so aggressiv sieht man das eher sehr selten. Gefällt mir außerordentlich gut. Und jetzt natürlich volle Fahrt auf die Burg drauf.
So, Boke geht jetzt natürlich hier mit den Bombern auf ihn, aber kein Problem. Hat ein bisschen gewackelt und dann war das ganz schnell erledigt. So, jetzt allerdings, der Ausfall ist dann doch ein bisschen massiver gewesen. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber er wollte jetzt einfach erstmal die Torpedos weghaben. Und auch das ist wichtig. Viele Leute vergessen nämlich gern, ich habe auch noch Geschütze mit so einem Zerstörer der Japaner. So, alter Verwalter, auch wieder 4 Treffer. Weg damit. Unglaublich, wie gut das für ihn hier läuft. Also, das muss man mal sagen. Effektivität, die stimmt. Und da ist jetzt auch noch eine Kongo in nicht allzu weiter Entfernung. Jetzt wird aber erstmal durch die Flugzeuge aufgemacht. Das heißt, die Kongo weiß ganz genau, woher er hier kommt. So, deswegen jetzt auch die Schüsse von der Kongo. So, jetzt ist er erstmal wieder zu. Macht hier den Rauch an. Und Kongo dreht jetzt bei. Nebelwand gelegt. So, und jetzt fährt er wieder weiter. Er will ja wohl außerhalb der Sichtweite von ihm bleiben, also dementsprechend immer so knapp unter 6 Kilometer. Ich denke mal, der andere Flugzeugträger, der wird da oben links sein, so in die Richtung der Boke fahrend. Und noch weiter geradeaus, könnt ihr mir gut vorstellen. Flugzeugträger, ah ja, da ist er offen. Wurde durch die Jägerstaffel da aufgemacht. So, und jetzt ist wohl das Ansinnen, hinter der Kongo durchzufahren, auf dem Flugzeugträger drauf. Ist eine schöne Taktik, muss nur noch funktionieren. Weil der Flugzeugträger selber scheinbar sich nicht gerade davon weg entfernt, von seiner Position, sondern das scheint so, als ob er da zu bleiben. Und hier, Darkseid schreibt auch, I take the CV, also ich nehme den Flugzeugträger. Die Kongo fährt weg von ihm, perfekt genau für sein Vorhaben. Deswegen kann er jetzt da sogar ein bisschen aggressiver noch weiter eigentlich nach Steuerbord, also nach rechts drehen, dass er da schneller ihm den Weg abschneiden kann. So, nicht mehr allzu weit. Boost hätte er wieder ready. Für sowas würde sich das jetzt in der Theorie anbieten. Aber es läuft gerade ideal. Man sieht, Kongo dreht rechts bei. Das heißt, er kommt jetzt ideal auf die Boke drauf. Auch die Kongo entfernt sich damit immer weiter von der Boke zum Verteidigen. Also, besser kann es nicht laufen. Boost ist auch mittlerweile am Start. Und damit kommt er auf knapp 42 Knoten. Das ist natürlich schon ordentlich Holz, womit man auf so einem Flugzeugträger schnell Distanz gut machen, wie man sieht. So, jetzt ist er offen. Aber auch die Boke, die müsste erstmal da reagieren und braucht auch noch Flugzeuge ready und sonstiges. Also das ist nicht mal so eben schnell passiert. So, da muss er ein bisschen genauer noch drehen, dass auch noch die anderen Torpedos da hinkommen.
Jetzt könnte er einfach jetzt zum Beispiel wieder mal das, was ich vorher meinte, mit Geschützen. Viele vergessen ihre Geschütze. Das ist jetzt einfach Damage, dass wenn die Torpedos nicht treffen würden, wobei ich mittlerweile bei ihm hier stark davon ausgehe, dass das tun. Und zerstört hat er den hier. Ja, das war jetzt auch in der Tat der letzte Damage, den wir hier gesehen haben. Das Großkaliber vernichtender Schlag hat er alles freigemacht. Nur was ich noch sagen wollte, man kann einfach ab und an vergessen, gerne die Kapitäne ihre Geschütze zu nutzen. Hätte er jetzt auch hier noch mehr machen können. Der hat die Torpedos perfekt getroffen, aber wenn nicht, dann kann auch da mal so ein Brand oder sonstiges dazu passen. Deswegen 15 Torpedotreffer, 4 normale Hits, aber einfach eine sensationelle Runde. 144.000 Schaden, aller Ehren wert. Ja, und dementsprechend glaube ich, nehme ich nichts vorweg, wenn man sagt, hier, das Team hat gewonnen, er macht nichts mehr an Damage und dementsprechend freue ich mich, dass ihr heute wieder dabei wart und wenn ihr einen Daumen oder einen Kommentar da lasst. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.